Und damit auch guten Morgen willkommen an die Leute, die nicht den Stream gucken, sondern die Aufnahme. Also dieser eine da, ich habe immer einen Aufruf. Das heißt also... Moment, ich muss noch... Das heißt also, irgendjemand guckt die Scheiße rein tatsächlich. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Wieso sagst du mir das rot? OBS, lass dieses rote Fenster bitte weg, ja? Gut, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich bin irgendwo gestorben, das weiß ich. Ich habe das mit dem einen geschafft und... Ah, richtig, ich war in diesem Canyon, wo der Panzer... Oh Gott, da kommt nachher der Panzer wieder. Die Panzer kommen das in der nächsten oder übernächsten Mission? Ich bin mir nicht sicher. 14 Recruiten to go. Ja, das ist in der übernächsten Mission. Schnauze da oben. Da steht einer mit dem Raketenwerfer. Den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, wir müssen eh noch ein paar Mal laden. Von daher passt schon. Passt schon alles. Nein! Das wollte ich jetzt nicht. Ah, der hat eine Handgranate geworfen, oder? Nee, nur eingebildet, okay. Er hat keine Handgranate geworfen, alles gut. Alles gut. Oh, da steigen Leute aus. Ach, hab ich mal erstmal gar nicht mitbekommen. Steigen da wahrscheinlich nur einmal Leute aus. Oh, so eins, dann kommt Mission 2. Das war das, wo das Geschütz direkt am Anfang auf mich schießt. Dann kommt Mission 3, wo der Panzer rumfährt. Und dieses andere Fahrzeug. Und die Geschütze rumstehen. Ich glaube, Geschütze standen da auch noch rum. Die hatten dann gerade geworfen. So war das jetzt nicht geplant, aber hat auch funktioniert. Das war eine neue Grußbilderkampfpanzer hier. Das ist alte Stadt. Sag mal ein bisschen realistischer. Gib dir den Namen von irgendeinem alten kaputten Panzer. Bleib doch mal ein bisschen in der Realität. Und morgen wird es wahrscheinlich SURX geben. Nein! Was? Genau, und halt einfach runter. Das ist doch. Danke, liebes Spiel. Danke. Die Realität wird viel besser, wenn man mir ganz viel Geld gibt. Da hat das Geschütz zweimal Leute gekillt. Und was willst du machen? Oh wow, da ist der dritte tot. Hey, aber immerhin der mit der höchsten Beförderung lebt noch. Noch. Wohlgemerkt. Muss da mal rübergehen. So, da war die eine Falle, wo man sie kaum sieht. Da ist die zweite Falle, wo man sie... Ich hab doch daneben geklickt. Ich glaube, es sind immer noch 24 Missionen insgesamt. Das heißt, danach kommen noch ein paar. Ach Gott. Ach nee, die wurden jetzt schon einmal befördert, richtig. Hilfe, schnell weg da. Kommst aber auch nicht weg von diesem Kackgeschütz.
Wirklich ausschalten kannst du es auch nicht, weil... So, vielleicht komme ich dieses Mal rum, ohne dass ihr sterbt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Beispiel GDI. Ach, GDI. So, dann ist da oben noch irgendeiner mit dem Raketenwerfer, der manchmal den Zaun kaputt schießt, manchmal auch nicht. In dem Fall zum Beispiel schießt er den Zaun kaputt und... Dann schießt er mich kaputt. Ist es nicht schön? Ah, ach, mit einem. Oh, man kann das auch so. Ja, gut. Problem ist jetzt, wo bekomme ich Munition her, um mir alles kaputt zu sprengen? Oh, ich... Vergiss es. Vergiss es einfach. Ist nicht mehr wichtig. So, ist alles noch grün? Es ist alles noch grün. So, nächste Woche will ich dann wieder mehr streamen. Die Woche hatte ich so eine, weiß nicht, kleine Entzündung an meinem, in meinem Mittelfinger. War echt scheiße. Das war echt scheiße, sag ich euch. Man hat es nicht gesehen, aber es hat wehgetan, immer wenn ich meinen Mittelfinger bewegt habe. Ist voll behindert. Kann ich nicht weiterempfehlen. Geht mal kuschi, ihr Pinner. Nein! Das ist einfach nicht wahr. Landest du da? Landest du da, wo der Schatten ist, oder ist das nur so eine grobe? Weißt du selbst noch nicht so genau. Hm? Wir haben einfach mal am Zaun stehen, das passt dann schon. Passt schon. Ich habe die Mission mit dem einen geschafft, da werde ich ja auch die Mission ganz einfach schaffen. Und ich hoffe, ich muss die Mission mit dem einen nie wieder machen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da noch eine Mission mit einem kommt. Nein! Auch die Menge, die dann irgendwann rausgelaufen kommen aus diesen Kackhäusern. So die ersten 2 Sekunden ist noch gar nichts und dann fängt das Spiel halt an komplett abzudrehen, weil... Oh Gott. Der kommt aus dem Helikopter, ne? Und oh, ist schon wieder einer tot. Das macht das Spiel auch mit Absicht. Ah, geh weg! Nee, das sind nur Handgranaten. Nee, das sind Raketen. Perfekt. Nehme ich. Stimmt, die Kisten waren Handgranaten. Die Box, die Fässer waren Raketen. Weil eine gute Rakete ist wie ein guter Wein, die muss erst reifen. Ich kann mich nicht erinnern, dass aus dem Helikopter so viele beim letzten Mal rauskamen, aber okay. Okay, ich nehme das einfach mal hin. Was immer das Spiel mir da sagen will. Also abgesehen von geh sterben. Oh, lande mal. Nein! Nicht gleich wieder starten. Wie soll ich dich denn da kaputt schießen? Dummer Helikopter. Die geht gar nicht kaputt. So, landest du nochmal, danke.
Danke. Scheiß Helikopter. Wer braucht die schon so? Das Dach nehmen, verschlägt mich heute mal nicht. Oh, wieso habe ich das zur Wahl gestellt? Ich werde ab sofort nur noch ganz einfache Amiga-Spiele zur Wahl. Einfache Amiga-Spiele. Gibt so viele davon. Zum Beispiel. Oder auch. Auch ganz wichtig ist natürlich. Und nie vergessen sollte man das einfache Amiga-Spiel. Alles sehr wichtig. Alles sehr einfache Amiga-Spiele waren das. Ne? Richtig, ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass die Türen mich nicht noch töten. Türen können einen ja auch töten, weil. Hallo Delfino. Was heißt die guten Tag? Als ob der Tag gut wäre. Okay, es geht vielleicht besser, wenn wir das Geschütz tatsächlich erst. Und. Soll die Grafik so flackern? Ja, das wohl bestimmt so. So, kriege ich euch jetzt alle da runter, ohne dass ihr da unten in die Falle lauft. Tatsächlich, ja. Es ist tatsächlich möglich. Nein. Hat das Ding da durchs Gebäude geschossen? Egal. Ich kann Iggy über das Spiel so gut. Was war da überhaupt das Problem? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe dir nicht zugehört. Beziehungsweise war ich überhaupt dabei? Da drüben war, glaube ich, noch irgendwo ein Geschütz, ne? Ich war dabei. Ich kam aber, glaube ich, erst am Schluss, deswegen zählt das nicht. Ich hab noch nicht alles gekillt, aber ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Jetzt schießen die auch schon auf mich. Stimmt, da ist noch irgendwo ein Haus von denen, ne? Nee, nee, das sind noch Leute, glaube ich. Ist da noch ein Haus von denen? Kann es sein, dass ich irgendwo am Ende oder so gekommen bin? Ich weiß nicht mehr. Gut, gleich kommt der Panzer. Natürlich wieder noch einen erwischt. So. Wir haben mindestens ein Geschütz, wenn nicht sogar zwei und Panzer und Fahrzeug. Oh, ich mach mal ein Loch rein. Das spielt hinten auf Pause, aber es war halt, du hast verloren, Bildschirm, was aber nirgendwo stand. Ich muss ein bisschen Leute beschützen, da ist gelegen. Oh, Beschützermission. Sind immer so gut in Spielen. Ich habe das Geschütz, glaube ich, gefunden. Oder sagen wir, das Geschütz hat mich gefunden? Ich habe auch den Panzer gefunden. Der hält mehr als eine Rakete aus. Das ist nicht lustig. Der hält zwei Raketen und eine Granate aus.
Wie viel hält denn das Ding aus? Ah, ich glaube, der ist. Ist der unverwundbar mit meinen Waffen? Deswegen steht da vielleicht auch nur töte zerstörte Buildings und. Ja, komm, als ob. Verschiedene Scheißpinne da. Zählen Geschütze als Buildings? Ich würde spontan sagen, ja. Nee, wenn am X im Panzer sitzen würde, würde das Ding ja gar nicht erst losfahren. Das würde dann irgendwas erzählen, dass es, wie lange es denn hart ist, die Woche im Lager gearbeitet hat und wie kaputt es doch ist und ach, jetzt muss es auch noch losfahren, oh, wie anstrengend. Lauf doch da weiter. Danke, so habe ich mir das vorgestellt. Für Buildings sind da oben noch zwei. Heißt also, ich brauche zwei Granaten. Kann ja noch einer ausgeben, um das Geschütz da links zu killen. Glaub zumindest, dass da links noch eins war. Ich glaube, das Geschütz weiß auch, dass ich da bin. So, nehme ich mal die Munition noch mit. Warte mal kurz, ob ich den Panzer umgehen kann? Ja. Könntest du da mal rein gehen, danke. Oh, da ist noch ein unsetzbares Geschütz. Oh. Nee, Woche wieder hart. Zum Glück habe ich erst so eine zweite Woche im November Urlaub. War doch ganz easy. Urlaub. Aber nur ein bisschen extra, dann kannst du mir auch Geld dafür geben. Dass du hier in meinem Chat schreiben darfst. Oh. Okay. Ich sehe das Argument. Was? Was ist passiert? Mit Moves kill it. Ich sehe ja nicht mal, was auf mich schießt. Es schießt einfach nur auf mich. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht mal mehr genug Munition, um die überhaupt alle. Ah, ich habe das Geschütz gesehen. Ich habe es gesehen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es killen soll, aber ich habe es gesehen. Nee, Moment, das ist nicht das Geschütz. Das hätte ich besetzen müssen. Na, geil. Oh, der eine Panzer den anderen Panzer gesprengt. Das ist sehr nett. Verdammt. Ich dachte, ich schaff's noch in die nächste Runde vielleicht. Gut, fangen wir einfach wieder von vorne an. War so schön. So, Speedrun kommt bald. Was? Nee. Was ist der Panzer? Ja, der Explosion hätte nur das Haus killen dürfen, nicht mich. Gut, man kann diese Panzer also irgendwie killen. Ich weiß nicht genau wie. Vermutlich mit den richtigen Waffen. So ähnlich wie die Bunker. Die kann man ja auch killen mit den richtigen Waffen.
Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Einmal auf den Helikopter, einmal auf den Typ mit dem Raketenwerfer. Und einmal aufs Dach. Hier, easy. Man muss das Spiel praktisch nur auswendig lernen, schon kann man es durchspielen. Und dann darf man nie einen Fehler machen und dann hat man es auch schon geschafft.